Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir eine Allzweck-asiatische Soße vor. Was benötigen wir dazu? Fangen wir mal schon mal hier an. Wir haben hier eine scharfe Paprika, grüne Zwiebeln, Sojasauce, Austernsoße. Hier habe ich noch Reisessig, Sesam, Sesamöl, Salz, Pfeffer. Ich nehme Honig, wenn ihr keinen Honig nehmen wollt, nehmt Zucker, dass es ein bisschen für die Süße ist. Dann eine Chili, Knoblauch und etwas für die Ingwer und wir benötigen etwas Öl. Und wie immer, genau Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. So, wo fangen wir an? Wir bereiten, schnippeln mal die ganzen Sachen vor. Was wir benötigen, einmal die Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Ingwer, machen wir einfach zerschneiden. In kleine Würfel alles. Zerschneidern, genau. Heute habe ich Unterstützung von meiner Tochter. Hi Evelyn. Hi. Meine Frau ist ja heute beschäftigt, arbeitstätig, deswegen habe ich eine Vertretung. So, das Ganze zerschneiden wir, würfeln. So ein feiner Würfel. Das gleiche machen wir auch mit der Ingwer. Erst in Scheiben. Und dann in sehr kleine Würfel. Schneidet dann einfach nach Geschmack. Da ihr wisst, dass ich nicht so groß Liebhaber bin von Ingwer, aber die Wirkstoffe sind sehr gut, benutze ich trotzdem Ingwer. Aber schneide halt sehr klein. So, das gleiche. Wir schneiden auch die Chilis. Die Chilis schneide ich in kleine Ringe für das Optische. So, und das gleiche auch mit der Zwiebel. In schöne kleine Ringe. So, wir haben jetzt Öl zum Aufheizen hingestellt, sind ungefähr 50-60 Milliliter. Wir fangen mal mit der Zusammensetzung von der Soße. Als erstes kommt unser Paprika, scharfe rein oder Chili-Pulver, je nachdem, was ihr mögt. Danach fügen wir unseren Knoblauch und Ingwer zu. So. Salz und Pfeffer. Und unsere Chilis. Und warten. Unser Öl erhitzt es. Ich habe jetzt ein bisschen Zwiebel reingetan, um zu gucken, wie heiß das ist. Ist optimal. Und das Ganze übergießen wir. Vor allem den Ingwer und den Knoblauch, damit sie nicht mehr so scharf sind. So. Dazu fügen wir unseren Honig hinzu, Sesamöl, Sesam, Reisessig, Austernsoße. Sojasauce und unsere grüne Zwiebel. Das Ganze vermengen wir, bis es einheitliche Soße gibt und sich die ganzen Gewürze aufgeteilt haben. Für was kann man die Soße benutzen? Einfach zum Dippen, zum Kochen, zum Verfeinern. Am besten ist es für Frühlingsrollen oder wie heißen sie? Reisrollen, die vietnamesischen. Meinst du Frühlingsrollen und Sommerrollen? Genau, Sommerrollen. Sushi. Das Ganze schmecken wir natürlich ab. Richtig
Richtig lecker. Der Sesam kommt hervor, die leichte Schärfe, Säure. Das Ganze kann man jetzt für ein paar Tage in den Kühlschrank abstellen, um immer wieder zu benutzen. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, vergiss nicht zu abonnieren, falls ihr keine Abonnenten seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Rezeptur, stellt es mir schnell möglich beantworten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Zubereitung. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Mhm.